Moin zusammen und willkommen zur Definitive Edition von Outward. Mensch, das ist so lange her, dass ich hier das Spiel gestartet habe. Ich glaube eine Woche. Letzte war Sonntag. Oder... Ich glaube, es war Sonntag. So, wir hatten hier den Fettsack hier geklatscht. Und... Ich meine... Wir haben schon alles erledigt, was wir erledigen wollten. Und zwar... Hoppala, falsche Taste. Wir haben uns genau das Wasser geholt, was wir für den Dekanen der Ingenieurskunst brauchen. Aber ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt, was hier sonst noch so ist. Da vorne links sieht so aus, als ob da was Dickes wäre. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns hier so ein bisschen um. Ist es ein Gegner oder eine Pflanze? Dieses Grüne da. Natürlich doof, dass Nacht ist. Ich gucke jetzt einfach mal kurz da vorne dieses grüne Ding da an. Wir gucken mal, ob das, wie gesagt, Freund oder Feind ist. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin doof. Das ist der Bosu. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich reingekommen bin hier. Hier bin ich durch die Tür gelaufen, bin hier rein. So, und dann da vorne links. So, ich habe mich wiedergefunden. Ich weiß wieder, wo wir sind. Sehr schön. Also, wir müssen hier nach links abbiegen. Und da hinten... Genau, da ist dieser altarähnliche Bereich. Und da wollte ich hin. So, Entschuldigung. Ich habe mich wieder. Auto, ja. Ich laufe einfach erstmal. Steuerungstechnisch und storytechnisch muss ich mich gerade wieder reinfinden. Ich wiederhole einfach mal, was wir alles schon gemacht haben und dann sollte das alles auch wieder in mein Gedächtnis reinkommen. Also, zum einen haben wir gemacht, wir haben die Banditen beim alten Bunker erledigt, haben dort Atroi gerettet, müssen eigentlich jetzt noch der Desi helfen, die beim Lagerraum ist. Problem ist da nur, ich finde den Lagerraumschlüssel nicht und weiß nicht, wie wir ihr helfen sollen, wenn wir nicht da reinkommen. Nebenbei haben wir aber auch im alten Bunker einfach mal die Tiefbahn genommen, nenne ich sie mal. Ist das echt zu dunkel? Ich schlage jetzt das Zelt auf. Die Tiefbahn genommen. Und haben uns dort ein wenig umgesehen und haben auch einen Gegner getroffen, wo ich sagen würde, der könnte zu schwer für uns sein. Der hat uns nämlich einmal voll weggemacht. Und eben gucken, ob wir genug Essen und Trinken da. Ja, sieht gut aus. Können wir nämlich auch schlafen gehen. So. Der hat uns nämlich einmal fertig gemacht und da wurden wir dann fast zu... Ein Hinterhalt? Man kann hier einfach schlafen. Was? Der hat uns fast zu Hackfleisch verarbeitet. Konnten aber noch fliehen. Und da wir weder den Lagerraumschlüssel finden konnten, noch dem Viktor schon Bescheid sagen konnten, dass wir die Kiste haben, sind wir jetzt erstmal hier unten im Süden und gucken uns ein wenig um. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, da kommt noch einer. So. Kann er sich jetzt entscheiden? Der Nisa. Mann. So, genau. Und mich hat es hier unten ein bisschen eingefangen, also die Umgebung. Nur, ich glaube, ich verirre mich noch so ein bisschen. Ah, da ist ein Bosu. Okay, der bewegt sich. Gut, 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 gut. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen hier unten um. Es ist ja nicht die heilige Linie hier, sondern hier ist nur das Wasser der heiligen Linie. In der Akademie von Sorobor ist ja leider kein Brunnen oder dergleichen. Was ist da passiert? Okay.
Na. So nicht. Hier wird nicht weggelaufen. Bin mal gespannt, was Simbosu denn neben seinem Fleisch noch so fallen lassen könnte. Weil eigentlich haben alle Tiere, wirklich alle Tiere, irgendeine Trophäe neben ihrem Fleisch. Wenn sie Fleisch droppen, nicht alle Tiere droppen Fleisch. Und beim Bosu, Alter, sind da viele Bosus. 3 Stück. Beim Bosu habe ich bisher nur das Fleisch gesehen. Hier sind Blumen. Kann man die Blumen einsammeln? Nein. Aber, wie das hier angeordnet ist, könnte das nochmal irgendwann relevant werden. Okay. Machen wir mal 3 Bosus. 3 Bosus könnten doch mal eine Trophäe droppen. Weiß ich nicht, ein Bosu-Geweih oder so. Moin! Die umzingeln mich. Seht ihr das? So, nur noch einer über. Gut, kämpfen können sie auf jeden Fall nicht. Ich muss auch gleich noch einkaufen. Muss ich mal gucken, dass ich... Und da ist es, flüssige Verderbnis. Eine abscheuliche Flüssigkeit voller Verderbnis. Und der hat Bosu-Leder. Sehr schön. Endlich. Endlich droppt man nicht nur dieses doofe Fleisch. Ich weiß nicht, ob das Fleisch für ein gutes Rezept... Entschuldigung. Für ein gutes Rezept benutzbar ist. Aber wir haben mal endlich was anderes gefunden, als nur dieses verkackte Fleisch. Ich habe schon fast den Glauben verloren. So. Das Magiesystem hier in Outward. Wollen wir einfach kurz mal drauf aufgehen. Eingehen. Finde ich übrigens sehr cool. Ich fände aber auch cool, wenn man die Runen, also wir zeichnen ja immer Runen in die Luft, wenn man die Runen vielleicht mit Mana-Steinen in Gegenstände einbetten könnte, um dann zum Beispiel einen Zauber von diesem Gegenstand aus mehrfach wirken zu können. Ja, das ist einfach nur irgendwie ein Busch, der hier ist. Hier kann ich rüber. Wasser der heiligen Linie. Ja, und sonst? Das sieht nach Troglyten hier aus. Das sieht super krass nach Troglyten hier aus. Also die Häuser und so, das, ich sag mal, der Fetisch da oben am Berg. Das sieht nach Troglyten aus. Oh. Und solche Einblicke finde ich nach wie vor einfach nur genial. Sekunde, ich drehe mich mal eben um. Das nehme ich direkt mal fürs Thumbnail. Können wir die restliche Zeit der Folge... Oh, ist das schön. Die restliche Zeit der Folge mit Erkunden verbringen. Ich hatte zwischenzeitlich auch richtig wieder Bock zu spielen. Ich habe es nur nicht unterbringen können, zeitlich. Es tut mir leid. Da nehmen wir alles mit. Beutelübergewicht. Macht nichts. Packen wir hier einfach mal 10 rüber. So. Bevor wir da in die Höhle gehen, haben wir jetzt gesehen, will ich noch da hinten hin. Da ist irgendwas Großes, Rotes, Leuchtendes. Und das macht mich neugierig. Ich hatte auch heute in der Skyrim-Folge einmal... Sind diese komischen Biester in der Skyrim-Folge erwähnt. Ich habe auch tierisch Lust, aktuell mal wieder ein bisschen Spellforce Order of Dawn zu spielen. Aber mir dauert die Story immer zu lang. Man kann nicht sagen, ich spiele mal eben kurz 10 Stunden, 15 Stunden das Spiel und habe schon fast alles, sagen wir mal, gesehen gemacht. Nein. Da muss man sich schon für die ersten, sagen wir mal, 5 Karten 10 Stunden nehmen. Und dann gibt es noch mehr als diese 5 Karten. Je höher man in den Leveln steigt, umso länger und aufwendiger wird es.
So, Falle 1. Machen wir Falle 2. Na, du meinst doch nicht, dass du mich hier kriegst. So. Die sehen aus wie, wie heißen sie, Stegosauren oder so, die man in den, Wäldern, nicht in den Wäldern, in den heiligen Sümpfen finden kann. Diese blutigen Dinger da. Kann ich da jetzt was reinpacken? Nichts geschieht. Nichts geschieht. Vielleicht... Ich weiß es nicht. Irgendwann werden wir schon was mit den blutigen Altaren machen können. So, da müsste noch ein Fieber sein. Aber auch mal eben kurz zerlegen. Wie gesagt, die ersten paar Karten bei Spellforce, die gehen eigentlich recht schnell. Die kann man wirklich im Handumdrehen schnell durchrennen. Aber das fühlt sich dann ein bisschen falsch an. Ich finde es immer bei Spellforce vor allem ganz lustig, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein schönes Lager aufzubauen. Und, und. Das macht das Ganze... Das ist, weiß ich nicht, so der Hauptpunkt, der mir wirklich Spaß macht an dem Spiel. Guck mal, der hatte wieder einen Fisch. Schön. Und den dann irgendwie versuchen zu verkürzen, indem man es so schnell wie möglich macht. Zurück zu der benötigten Spieldauer. Ich würde sagen, man bräuchte für Spellforce die Order of Dawn, wenn man sich beeilt, 50, 60 Stunden. Ich meine jetzt nicht Speedrun, sondern wenn man sich einfach beeilt, 50, 60 Stunden, Spielstunden, aktive Spielzeit, dann kann man als Spellforce nämlich sogar auch, ich sag mal, einfach vom Rechner weggehen, einfach mal was laufen lassen. Lassen sich sehr viele gute Verteidigungssysteme aufbauen. Man muss nicht zwingend dann die ganze Zeit anwesend sein. Also, wer es noch nie ausprobiert hat, glaubt die Gold Edition oder die Special Edition, Special Edition ist es, kriegt man teilweise schon für 1 Euro bei Instant Gaming. Die Steam-Version. Also, wenn man es bei Steam direkt kauft, wird man immer zu viel zahlen. Guckt lieber, dass ihr bei irgendeinem Keyshop das holt. Dort ist es... Entschuldigung. Dort ist es deutlich günstiger. Außer ihr seid totaler Fan der Reihe und habt es noch nicht digital und sagt, ihr wollt den Publisher supporten, dann könnt ihr natürlich auch mehr ausgeben. Ich bevorzuge es aber lieber, ein bisschen weniger auszugeben. Das Spiel hat sich schon amortisiert. Das braucht nicht noch Zusatzgeld kriegen. So, schauen wir mal, was hier in der Höhle ist. Irgendwelche Troglodyten werden hier bestimmt ihr Unwesen treiben. Lieber. Zuallererst machen wir mal eine Falle, bevor wir irgendwas hier... So. Also eine Falle zerlegt etwa 80% Leben von einem Fieber. Aus irgendeinem Grund hat er jetzt nicht die Falle, den... Oh, Krankheit. Er hat nicht das gemacht, was ich machen wollte vorhin. Bisschen gestört. Kann ich die Krankheit wegmachen? Warte mal, hatte ich nichts mit für Krankheiten? Nicht ein Tee mit? Fast gar nichts mit. Ah, da muss ich die Krankheit behalten. Erstmal. Mach die. Pro Minute 3% deiner Nahrungsaufnahme stellt weniger. Ja, ist nicht so schlimm. Nee, das ist nicht so schlimm. Nehmen wir einfach einen Verband. Das steuert gut gegen. Okay, also keine Troglodyten sind hier. Aber die Höhlen und Pilze weisen so drauf hin. Noch ein Fieber. Da oben rechts hat sich irgendwas bewegt. Warum kann ich... Ach, ich habe keine Laterne. Kein Licht an. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich kein... eine Kugel schießen kann. Hä? Jetzt geht's. Jetzt ist das Licht an. Das ist ja der erste Troglodyt. Hab ihn schon vermisst.
Okay, ein Fieber. Moment. Eben essen. Die Gesundheitsregenerationsbuffs und Mana-Regenerationsbuffs sind ausgelaufen gewesen. War recht nervig. So. Als Magier sind die Granadiere tatsächlich mit am nervigsten. Als Nahkämpfer sind die, wie man gerade gesehen hat, sehr einfach. So, haben wir noch so einen gepanzerten Troglüt. Da hinten kommt doch schon der nächste Fieber. Komm schon. Da ist er. Mach schon. Okay, hat nicht geklappt. Ich wollte den eigentlich noch abgeschossen haben mit meiner einen Rune. So. Hey, was habe ich jetzt eingesammelt? Noch ein gewöhnlicher Pilz? Ach, aber ein 3. Nicht schlimm, wenn der Rucksack ein bisschen Übergewicht hat. Zurück nach Hamatten wollen. Manhattan wollte ich gerade sagen. Hamatten wollen. Können wir auch die Meisterhändlerrobe anziehen. Vorsicht! Noch einen? Nein, das war der von oben. Gut. Können wir jetzt in Ruhe hier alles aufmachen? Ah ne, hatte ich schon. Brauchen wir eigentlich viele Pilze? Ich glaube, wir können die gewöhnlichen Pilze doch ganz gut gebrauchen, um weitere Bergmannsomelets zu machen, ne? Wir haben ja einige Fiebereier. Ich habe noch keine weitere große Verwendung für Fiebereier gefunden. Aber solange wir dafür keine Verwendung haben, können wir die ja einfach immer in Bergmannsomelets bearbeiten. Da haben wir schönes Regenerationsfutter. Für Leben und Ausdauer. Und des ganzen Wassers, was wir hier unten jetzt auch auf dem Rückweg noch mitnehmen werden. Haben wir dann auch den Mana-Rack übers zu trinken. Dann brauchen wir nicht noch zusätzlichen Turm mit einem Topf mitzuschleppen. Ja, ja, das ist vorausschauend. Vorausschauend gedacht, ein guter Plan. Interagieren. Verglühten-Käfigschlüssel brauche ich hierfür. Wo kriege ich den denn weg? Da ist auf jeden Fall ein Du drin. Ich finde hier nichts. Müssen die Augen offen halten. Wahrscheinlich wird es irgendwo glitzern oder sowas. Der hat nichts. Hier sind noch Pilze. Da unten wird man sicher nicht rein können. Wer hier? Auch nichts. Muss man woanders was herholen, damit man hier den Typ befreien kann? Möglich. Es gab jetzt nicht irgendwelche Seitengänge, oder? Habe ich einen übersehen? Ist erstmal Nein gesagt. Wo denn wohl den Schlüssel her? Hm. Viele ungewisse Dinge passieren hier in der Nähe von Manhattan auf dem uralten Plateau. Was das wohl alles noch mit, wie wir das wohl alles noch erfunden werden können? Ob wir es können? Wortfindungsschwierigkeiten? Main. So. Ich glaube, wir haben das, die heilige Linie alles hier rundherum so langsam eingesammelt. Wechsel schon mal auf unsere Reisekleidung. So. Die können wir leeren. Dann können wir nämlich das Wasser hier noch einsammeln.
Manchmal finde ich, sieht es beim Wasser so aus, also hier bei diesen bodenebenen Wasser, als würde es beim nächsten Schritt voll weit runter gehen. Moment, ich will eben über die Rampe. Kann ja sein, dass oben was liegt. Und es liegt nichts hier. Okay. Da vorne waren wir, da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Gut ist, dass man hier wirklich über die komplette Ebene laufen kann. Man muss nicht so weit außen rum. Man kann einfach hier einmal quer drüber und schauen, ob man da hinten was findet. Das waren die Fieber, hm? Okay. Ist da noch irgendwie ein Eingang? Das sieht so aus. Da hinten. Lass mal nochmal vorbeigucken da. Sieht so aus, als ob es da weitergeht. Kartentechnisch. Alte Turbine. Ja. Da könnte noch was sein. Cool. Sehr nice. Schauen wir mal, was die alte Turbine so noch verbirgt. Vorher würde ich sagen, gucken wir einmal noch, ob im Inventar was rumliegt, was wirklich nicht benötigt ist. Ob ich irgendwo mal Holz eingesammelt habe. Ich will mich nicht freisprechen, dass ich da jetzt 100% aufgepasst habe. Also, wir haben ein abgenutztes... Das ist 4 oder 5 Geld wert, das schmeiße ich weg. Das Ding ist auch nur 4 oder 5 wert, das schmeiße ich weg. Und jetzt können wir auch schon wieder ganz normal unsere... Ach, doch nicht. So haut's hin. So, habe ich hier irgendwas eingesammelt, was sinnvoll ist? Nee, ne? Ist eigentlich alles okay. Sieht so aus. Ja. Alles davon kann man irgendwie gebrauchen. Gut. Ich schmeiß jetzt aber trotzdem nochmal das hier mit zu hin, zu den Sachen. Wir werden ja sicher aus der alten Turbine auch nochmal rauskommen. Auf der gleichen Seite. Habe ich alles an? Licht ist an. Kein Schwert. So. Auch mit einem Rucksack ist der Platz in deinem Inventar begrenzt. Leider schon. Gib weniger nützliche Gegenstände ab, haben wir gerade gemacht. Und nimm nicht alles mit, was du findest. Was? Holz ja. Aber alles andere? Körperbedürfnisse, wissen wir, können wir alle schon. Mal gucken, ob noch irgendwann mal was kommt, was ich noch nicht kenne in diesen ganzen Schriften. So. Hier sieht's aus, als ob hier wieder mal auf was Gefährliches auftauchen kann. Also Äuglein auf. Ich bin immer ziemlich angespannt in solchen Bereichen. Gerade wenn ich sowas sehe hier. Okay, hier ist eine Tür mit Trocklüten. Kann ich nicht aufschließen. Wenn aber Trocklüten sind, das erleichtert mich ein wenig. So hat man vielleicht keine Golems hier. Gestandenes Wasser. Bah. Widerlich. Was so Golem-Fabrik. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier zusammenhängt. Hier, da sind die Troglyten. Hier kann man runter. Da sind so ein paar Golems. Aha. Gucken wir uns erstmal noch weiter um, bevor wir entdeckt werden. Troglyt mit einer Pilzhellebarde. Machen wir den Trocklüten davor. Lol, die Golems? Nein, das sind Feuerwesen. Oh. Feuerwesen sind kacke. Die mag ich nicht. Hat der mich noch gepiekst? Ich glaube, der hat mich noch gepiekst. Zwei Feuerwesen. Lol. Aua. Okay, warte. Der macht ja gut Schaden.
Dann müssen wir auch entsprechend entgegentreten. Haben wir? Den brauche ich. Nein. Ja. Ja. Aua! Wer ist hier der krassere Spellcaster, Kollege? Bam! Leuchtender Quarz. Läuternder Quarz? Den brauche ich für ein Rezept, das ich neulich mir angeguckt hatte. Nice. So, jetzt gucken wir eben kurz durch. Ich habe Hitze und hat man nicht gesehen. Würde ich mal sagen, hier gibt es noch einmal Fluchreiniger. Und ich habe da noch was anderes gerade gefunden. Wettertrotzend. So. Wetter trotzens. Trotzdem immer noch heiß und mir wird heißer. Aber schlecht. Und ich bin hier irgendwie am Qualm. Mana kosten 40%, Barriere nimmt Winterzeit alleine ab. Ausdauerkosten von Aktion ist Voraussetzung warm. Bin verwirrt. Was liegt denn hier? Lesen. Es ist so viel besser, Troglüten als lebende Ziele zu benutzen. Die Tiere haben schließlich nichts Falsches getan. Aber die Trogs, kann man diese Pilzmonster überhaupt als Lebewesen bezeichnen? Für mich sind sie einfach nur wütende Pflanzen mit Spatzengehirnen. Ein echter Vorteil ist, dass sie sich unglaublich schnell fortpflanzen und dadurch immer wieder neue Trogs aus diesen Tunnel strömen. Unsere Ausfallzeiten zwischen den Testphasen gehen nun effektiv gegen Null. Außerdem sind sie so mickrig, dass sie keine echte Bedrohung für das Labor darstellen. Selbst wenn sie einen Trump-Trog-Ritter losschicken würden, hätten die Golems leichtes Spiel mit ihnen. Wenn das alles ist, was sie haben, besteht für uns kein Grund zur Sorge. Naja, also ich will ja nichts sagen, aber ich sehe bisher nur hier irgendwelche Viechers und Trogs. Das heißt, die Trogs haben euch zerlegt. Was bist du? Ein Arbeiter. Oh, der Zucker. Lecker. Aber wir werden wahrscheinlich da unten zu den Trogs runterlaufen müssen. So, hier ist nochmal ein Leichnam eines Arbeiters. Dunkler Stein. Mana-Stein, der mit Verderbnis befleckt ist. Bin ja gespannt, ob wir überhaupt die alte Turbine durchknüppeln können, denn die Hitze nimmt nicht ab. Und nicht, dass wir gleich... Naja. Okay. Schön viel in der Tasche. Würde mal sagen, wir gehen erstmal auf die Reisekleidung. Die hat einen besseren Wetterschutz und akzeptieren etwas weniger Schaden. Warte, geht das auch? Ja, das geht auch. Dann können wir den Helm anlassen. Gut. Grüne Arbeiterkleidung können wir zerlegen, dann ist sie nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr so viel Gewicht in der Tasche. Einheitstrank. Interessant. So sollte das doch besser klappen. 126. 119. Können wir dann noch hochpacken? Das hier. So. Das sieht doch jetzt in der Debuff-Leiste schon etwas besser aus. So, jetzt machen wir noch eben die passenden Segen an. Und den Disziplinsegen. So. Wunderbar. Können wir jetzt auch weiterkämpfen.
Gut, was haben wir denn hier? Eine ganze Menge Golems. Und so ein Feuerwesen. Das Feuerwesen machen wir mit als letztes. Noch erstmal die Golems. Wunderbar. Oh, Mana! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Oh. So. Machen wir den. Und Verband. Komm schon. Die eine Seite vom... der Turbine, die kriegen wir noch geregelt. Come on! Kein Mana. Okay. Gut, dass ich das Schwert vorher gemacht habe. Mensch. Ja, wenn man nicht die, Magierklamotten trägt, dann verbraucht man natürlich um einiges mehr Mana. Keine Frage. Aber wir haben die eine Hälfte hier, denke ich, jetzt vollständig zerlegt. Was bist du für ein Ding? Tor aufschließen. Ah, jetzt können wir zu den Troglyten darüber. Oder wollen die sogar schon zu uns? Nee, ich denke nicht. Auch wenn die uns sehen können. Kassitenpistole. Ui. Wir werden sondieren müssen. Was wir im Inventar haben. Quarztrank. Nett. Wir werden definitiv etwas aussortieren müssen. Bevor wir hier weitermachen. Oh. Hast du übersehen hier die Rampe? Brauche ich nicht. Eigentlich nicht, nehmen wir aber mal mit. Oh. Ach, das ist der schnelle Weg rüber, okay. Nee, ich habe noch nicht alles erkundet. Wir wollen nicht den schnellen Weg zurücknehmen. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Alter, diese Buffleiste, ne? Geht einfach mal bis zum Mond. So, hier ist nichts. Ah, da ist noch ein Arbeiter. Fast übersehen. Steht nur Leichnam dran, okay. Aber das nehmen wir gerne mit. Vor allem die beiden Mana-Tränke. Ja. Hier geht's nicht mehr weiter. Aber, oh doch. Hier geht's noch runter. Ja gut, wir könnten jetzt noch die ganze Zeit erkunden. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal für eine Folge, für heute. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge mal an, was wir denn wegschmeißen. Oder ob wir vielleicht noch mal schnell nach Hamatten. Ja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Samstagabend und bis zur nächsten Folge. Tschüss.